Seit gestern, seit Aschermittwoch, ist wieder die Fastenzeit angesagt. Und in diesem Jahr rufen Umweltschützer und sogar die Kirchen zum Klimafasten auf. Weniger Fleisch, weniger Plastik, weniger Autofahren. Um etwas für die positive CO2-Bilanz zu tun. Aber könnte wirklich jeder Einzelne von uns effektiv damit etwas bewegen? Also besteht noch eine Chance, durch solche Verzichte auf Konsum das Klima zu retten? Darum geht's bei uns jetzt. Zur Sache, will's wissen. Starkregen, Dürren, verdorbene Ernten und ein ja fast ausgetrockneter Rhein. Der Klimawandel, der ist in Rheinland-Pfalz angekommen. Wir erinnern uns nur mal an den unglaublich heißen Sommer im vergangenen Jahr. Fasten und Konsumverzicht sollen also helfen. Aber stimmt das wirklich oder kann man sich die Mühe sparen, weil der Klimawandel sowieso voranschreitet? Meine Kollegin Selina Marx hat das bei sich selbst ausprobiert. 17 Grad Ende Februar. Ziemlich schön. Doch so gut es sich auch anfühlt, die hohen Temperaturen erinnern an ein großes Problem, den Klimawandel. Er ist schon spürbar. Die Jahresmitteltemperatur ist in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu Beginn der Aufzeichnung um mehr als 1 Grad höher, Tendenz steigend. Der Hauptgrund: Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, sagen Experten. CO2 ist ein Gas, das zum Beispiel bei der Verbrennung von Erdöl oder Kohle entsteht. Deutschland pustet davon jedes Jahr 800 Millionen Tonnen in die Erdatmosphäre. Die Bundesregierung will den Ausstoß deshalb bis 2020 senken. Doch schon jetzt ist klar, das wird nicht klappen. Wie kann ich dazu beitragen, CO2 zu sparen? Das will ich wissen und probiere es selbst. Erster Schritt: meinen CO2-Ausstoß berechnen. Im Internet gibt es kostenlose Tests, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Ich beantworte Fragen zu meinen Lebensgewohnheiten, doch es gibt ein Problem. Jetzt habe ich 3 verschiedene Tests gemacht und 3-mal ein anderes Ergebnis bekommen. Mal bin ich mit 10 Tonnen CO2 im Bundesdurchschnitt, mal mit 27 deutlich darüber. Die Frage ist natürlich, woher kommt das? Und es liegt einfach daran, dass es keine richtige Grundlage gibt, wie CO2-Ausstoß eigentlich berechnet wird. Aber alle meine Ergebnisse zeigen, ich fliege zu viel. Alleine mit meiner geplanten Reise nach Budapest erzeuge ich mindestens 400 Kilo CO2. Für den gleichen Ausstoß könnte ich mit meinem Auto locker bis Moskau fahren. Kann ich das wieder einsparen? Ich gehe mit Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale in den Supermarkt. Sie rät mir, mehr Bioprodukte zu kaufen. Denn selbst wenn sie von weiter weg kommen, werden sie in der Regel weniger mit mineralischer Düngung behandelt und produzieren so teilweise bis zu 20% weniger CO2. Noch besser ist aber Gemüse aus der Region. Weil in der Regel sind kurze Transportwege besser für das Klima. Und der dritte Aspekt ist, möglichst Gemüse und Obst zu kaufen, wenn es hier auch Saison hat. Das kann ich gut umsetzen. Schwieriger wird es in der Kühlabteilung, denn besonders tierische Produkte fallen stark ins Gewicht. Um aus Tieren eben Lebensmittel zu produzieren, ob es Fleisch, Wurst, aber auch die Milchprodukte sind, das braucht einfach viel Energie. Das gilt bei den Milchprodukten gerade für die besonders fettreichen. Da brauche ich aber sehr viel von dem Rohstoff Milch. Das heißt, es reicht nicht nur, sich vegetarisch zu ernähren und oder generell mal weniger Fleisch zu essen. Ich sollte im Idealfall auch weniger Käse, Butter, Milch, Sahne. Verzichten muss es gar nicht sein, sondern es geht einfach darum zu gucken, dass man vielleicht etwas weniger isst. Denn die Haltung von Tieren und die Produktion ihres Futters produzieren mehr CO2 als zum Beispiel der Anbau von Freilandgemüse. Nur um meinen Flug nach Budapest zu kompensieren, dürfte ich etwa 3 Jahre lang keine Butter oder 2 Jahre lang kein Rindfleisch essen. So gut wie unmöglich. Ich versuche es zu Hause. Energieberater Matthias Unnert erklärt mir, wo ich im Haushalt CO2 sparen kann. Klar, die Heizung nicht zu hoch aufdrehen. Aber es gibt auch eine große Überraschung. Ich soll meine alte Waschmaschine nicht austauschen, obwohl sie nicht den neuesten Energiestandards entspricht. Was haben Sie an Wärmeverbrauch, an Stromverbrauch? Man muss hier genau hinschauen, wie oft wird die Waschmaschine genutzt. Und man muss auch berücksichtigen, dass die Geräte ja auch erstmal hergestellt werden müssen. Das heißt, die hinterlassen ja auch einen CO2-Fußabdruck bei der Produktion. Okay, aber das heißt, wenn ich ein altes Gerät habe, nicht direkt jetzt wegschmeißen und ein neues kaufen, nee, weil draufsteht, ist energieeffizienter, sondern erstmal gucken, wie oft benutze ich das eigentlich. Genau.
Doch Haushaltsgeräte sind fast das Einzige, worauf ich als Mieterin in Sachen CO2 achten kann. Ja. Sinnvoller wären Baumaßnahmen wie Dämmungen oder energieeffiziente Heizsysteme. Doch dafür sind die Vermieter zuständig. Und die hätten oft kein Interesse, Geld auszugeben. Deshalb sei die Politik gefragt, sagt Energieberater Matthias Unnert. Doch die tue zu wenig. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir 1% oder unter 1% Sanierungsquote bei den Altbauten haben. Wir brauchen eigentlich höhere Sanierungsquoten, um unsere CO2-Einsparziele zu erreichen, bis 2050 den Gebäudebestand klimaneutral zu gestalten. Da reicht eine Sanierungsquote von unter 1% nicht aus. Die Politik müsste also mehr tun, um CO2 einzusparen. Aber auch ich kann etwas machen. Die 400 Kilo CO2 durch meinen Flug nach Budapest etwa spare ich, wenn ich erst gar nicht fliege. Oder ich kaufe mir ein gutes Gewissen. Inzwischen gibt es Anbieter, die eine Art CO2-Ablasshandel betreiben. Für meinen Flug nach Budapest soll ich jedoch nur etwa 13 Euro zahlen. Ob das wirklich die Lösung ist? Tja, darüber möchte ich mit Claudia Kempfert sprechen. Sie ist vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also aus einer ganz anderen Perspektive und aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Frau Kempfert, lösen Spenden oder solche Kompensationszahlungen das CO2-Problem oder ist das so eine reine Gewissensberuhigung? Es ist ein Baustein, weil in der Tat geht es erstmal darum, dass man das Fliegen insgesamt verteuert und auch jeder sich fragen muss, ob es wirklich notwendig ist, dass man mit dem Billigflieger mal eben für ein Wochenende verreist. Andererseits macht es durchaus Sinn, dass man die Emissionen kompensiert, dass man spendet in Klimaschutzprojekte, gerade weltweit. Denn es ist immer noch besser, dass man zum Beispiel jetzt in Indonesien auf den Bau eines Kohlekraftwerks verzichtet und dort ein Biomassekraftwerk beispielsweise nutzt. Und dadurch ist es schon sinnvoll, ist es wichtig, dass die Emissionen insgesamt nicht steigen. Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin und die Frage ist natürlich, können wir uns den Konsumverzicht überhaupt leisten? Mal konkret an dem Beispiel Flug. Wenn wir zum Beispiel weniger fliegen, dann würde doch der Flugmarkt einbrechen. Oder was sagen Sie dazu? Ja, die Mobilität insgesamt würde ja nicht einbrechen. Es geht ja um klimaschonende Mobilität und man kann auch auf alternative Kraftstoffe umsteuern. Es muss ja gerade nicht oder es darf nicht die fossile Energie sein, sondern es können auch durchaus klimaschonende Kraftstoffe sein, die man auch im Flugverkehr nutzen kann, aber auch im Schiffsverkehr, im Autoverkehr. Also darum geht es auch. Aber sicherlich muss es auch darum gehen, dass man diesen unnötigen Verkehr vermeidet und Verkehr so optimiert, dass man auch problemlos überall hinkommt, mit der Schiene, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, in den Städten, mit dem Fahrrad. Und das ist eben eine Aufgabe, wo in der Tat die Politik gefragt ist. Die SPD-Umweltministerin, die fordert ja schon länger eine CO2-Steuer in Deutschland. Würde das unsere Wirtschaft nicht ausbremsen? Also es würde zumindest mal die richtigen Anreize setzen, dass wir eben nicht diesen Billigflieger haben, über den wir eben schon gesprochen haben, sondern dass man hier eine Preiskorrektur hätte, dass die fossile Energie verteuert wird. Aber gleichzeitig muss man mit diesen Einnahmen aus einer solchen CO2-Steuer auch investieren, zum Beispiel in die nachhaltige Mobilität, in die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge oder auch in klimaschonende Antriebe, sodass die Wirtschaft insgesamt profitieren kann, weil kluger Klimaschutz der Wirtschaft eher Vorteile bringt, als dass es ihr schadet. Danke fürs Erste. Ich würde gleich gerne noch weiter mit Ihnen sprechen. Herr Frau Kempfert, was halten Sie von solchen kommunalen Projekten, also zum Beispiel LED-Straßenleuchten oder Austauschprämien für Menschen, die ihre Öfen austauschen? Macht das Sinn oder ist das am Ende ein Tropfen auf den heißen Stein? Nein, es macht auf jeden Fall Sinn. Es geht ja auch darum, dass man lokal Klimaschutz betreibt. Da sind eben die Kommunen, da sind die Städte gefragt. Alle Lösungen sind wichtig. Man darf hier gar nichts aussparen. Und es darf auch keine Totschlagargumente geben, dass man sagt, ja, es nützt ja sowieso nichts. Alles nützt dem Klima. Aber wichtig ist, dass man Klimaschutz betreibt, wenn es auch kleinere Maßnahmen sind. Aber durchaus eben auch gerade im Verkehr oder im Bereich der Beleuchtung ist das durchaus sinnvoll. Aber müsste so etwas nicht bundesweit oder global geregelt werden? Rheinland-Pfalz allein kann doch als kleines Bundesland jetzt nichts gegen den Klimawandel bewegen, oder nicht? Ja, es sind alle Bundesländer in der Tat gefragt und es gibt ja auch Klimaschutzpläne in einzelnen Bundesländern. Manche sind da schon weiter und Rheinland-Pfalz macht das ja ganz vorbildlich. Insofern passiert da ja auch einiges, auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber in der Tat geht es darum, dass alle mitmachen und auch sich bewegen und dann aber auch einbetten in die europäischen Ziele. Dort gibt es eben auch Rahmenvereinbarungen. Auch die Pariser Klimaziele sind hier zu nennen, die ja global sind. Also alle Ebenen sind wichtig, aber Klimaschutz wird
eben vor Ort gemacht. Deswegen ist es auch so bedeutsam. Aber im Klimaschutzgesetz haben wir gehört, es gibt da offensichtlich so keinen Konsens. Versucht das Umweltministerium da wirklich den schwarzen, nennen wir CO2-Peter, an die anderen Ministerien abzuschieben? So nach dem Motto, macht ihr mal, wir regeln was, aber ihr setzt es um? Nein, so sehe ich es überhaupt nicht. Das Klimaschutzgesetz ist ein kluger Versuch, dass man mal einen Rahmen vorgibt und vor allen Dingen auch Sanktionen ausüben kann, wenn Ziele nicht erfüllt werden. Es ist ja eben so, dass gerade im Verkehrssektor zu wenig passiert ist im Bereich Klimaschutz. Dieses Ministerium bewegt sich da auch zu wenig. Bis 2030 haben wir verbindliche Ziele zu erfüllen. Es wird für Deutschland sehr teuer, wenn wir das nicht erreichen. Und dieses Klimagesetz kann eben diesen Rahmen geben und auch endlich mal alle dazu verpflichten, ihre Hausaufgaben zu machen. Da hapert es im Moment ja in einigen Bereichen. Aber so lang ist nicht mehr hin bis 2030. Glauben Sie wirklich, dass wir es schaffen, bis dahin den CO2-Ausstoß mit den jetzigen Maßnahmen auf die vorgegebenen Werte zu reduzieren? Oder verschiebt die Politik das dann wieder auf irgendeinen Tag in der Ferne? Also wenn wir so weitermachen wie bisher, schaffen wir es in der Tat nicht. Die 2020er-Ziele werden ja auch nicht erreicht. Umso wichtiger ist es ja jetzt, dass endlich auch im Verkehrsbereich mehr passiert, dass wir im Gebäudesanierungsbereich mehr Effizienz umsetzen. Aber den Rahmen dafür heute setzen, damit endlich die Hebel in Bewegung gesetzt werden, die Investitionen kommen und dann kann man auch die Klimaziele von 2030 durchaus erreichen. Vielen Dank, Frau Kempfert. Danke Ihnen.